Hier drin stehen alle Obstsorten, die es zu Beginn des Jahrhunderts in Europa gab. Alle Äpfel, alle Birnen und so weiter und wie sie aussahen. Die Beurre de Cercle, die Richard, die schwarze Birne mit dem langen Schwanz, die Prinzessin Marie. Man brauchte 13 Bände für alle Obstsorten Europas. In Frankreich gab es 3600 Sorten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Äpfel nehmen, dann werden in Frankreich nur noch 5 Sorten gehandelt, in der Mehrzahl amerikanische. Wir bezahlen also Lizenzgebühren, obwohl wir die größte Obstvielfalt der Welt hatten. Alle Sorten, die nicht anfällig genug waren, die nicht von Insekten angegriffen wurden, wurden beseitigt. Man hat uns den Golden Delicious aufgezwungen, weil er 30 bis 36 Pestizidbehandlungen im Jahr benötigt. Industrie und starke Finanzgruppen haben Druck auf die EU ausgeübt, damit die alten Apfelsorten durch den Golden Delicious ersetzt werden, der 10-mal mehr Pestizide benötigt als die anderen. In Frankreich ist es nicht nur verboten, alte Sorten, die nicht auf der nationalen Liste stehen, auf den Markt zu bringen, man darf auch keine Samen austauschen oder verschenken. Das ist ungesetzlich. Was bedeutet denn der Erste Weltkrieg? Er bringt die Ausrottung des französischen und deutschen Bauerntums, das an der Front abgeschlachtet wird. Millionen Bauern kommen um. Dominique Guillet, Gründer des Vereins Cocopelli. Er produziert und vertreibt Biosaatgut von alten Gemüsesorten. Man kann sagen, dieses Unternehmen der Bauernvernichtung vollendet der Zweite Weltkrieg. Zu all dem kommt noch die synthetische Gewinnung von Ammoniak, die den Bau von Bomben ermöglicht, und später die Produktion von Kunstdünger. Und schließlich die Erfindung des Senfgases im Ersten Weltkrieg, aus der die Insektenvernichtungsmittel hervorgehen, aus Kampfgasen. Und mit dem Marshallplan kommen 1947 aus den USA die Traktoren, die logischen Nachfolger der Panzer. In Wahrheit ist die westliche Landwirtschaft eine Landwirtschaft des Krieges. Pestizide wie Düngemittel gingen aus dem Krieg hervor. Das Verständnis von der Landwirtschaft als Krieg gegen den Planeten stammt aus dem Krieg. Vandana Shiva, Physikerin, Doktorin der Wissenschaftsphilosophie, Alternativer Nobelpreis 1993, Gründerin von Navdanya, einer Vereinigung zum Schutz indischer Kleinbauern. Wir müssen uns vom Irrtum des vergangenen Jahrhunderts trennen und dieses Jahrhundert damit beginnen, wieder an die alte Weisheit anzuknüpfen, wie man mit der Erde lebt. In Indien gehen sehr viele Bauern pleite. Und was machen sie dann? Sie begehen Selbstmord, allein oder in Gruppen. Oder sie drängen in die Slums oder werden Tagelöhner auf ihrem eigenen Land, das sie an Cargill oder die Banken abtreten mussten, um die Kredite zurückzuzahlen, die sie für Dünger und Pestizide und für das Saatgut gentechnisch veränderter Pflanzen oder das Hybrid-Saatgut F1 aufgenommen haben. Früher haben die Bauern ihr eigenes Saatgut erzeugt. Diese grüne Revolution ist also ein gewaltiger Schwindel, eine totale Katastrophe. Wenn ein Bauer Selbstmord begeht, tut er das mit Pestiziden. Er bringt sich nicht mit dem Gewehr um, sondern mit dem Produkt, das sein Land ruiniert hat. Eine bedrückende Symbolik. Es hat mich tief beeindruckt, wie man eine Pestizidflasche öffnen und trinken kann. Dazu muss man völlig am Ende sein. Das ist in jeder Hinsicht eine Suizidlandwirtschaft. Außer dem Menschen war keine andere Art je so dumm, die eigene Nahrungsgrundlage absichtlich zu zerstören.